Anlässlich unserer 160-Jahr-Feier, 160 plus 1 in dem Fall, haben wir zum Tag der offenen Tür geladen in der Stadt Mühlhausen. Wir, die Freiwillige Feuerwehr Mühlhausen, wollten uns den Bürgerinnen und Bürgern vorstellen. Abschluss des Ganzen sollte eine Einsatzübung oder war eine Einsatzübung im Bereich technische Hilfe. Dort haben wir simuliert, wie ein Verkehrsunfallopfer aus einem Fahrzeug gerettet wird. Das Ganze hat unsere sogenannte Kreisausscheidtruppe gemacht, die in Vorbereitung des Kreisausscheides, der unser Heinrichkreis jedes Jahr ausrichtet, das als Übung genommen hat, um einfach im Training zu bleiben. Die Kameradinnen und Kameraden haben eine sogenannte große Seitenöffnung gebaut, um die Patientin achsengerecht und so schonend wie möglich aus dem Fahrzeug zu retten. Das Ganze geschieht mit dem hydraulischen Rettungsgerät und dem sogenannten Spineboard und in enger Zusammenarbeit mit dem Rettungsdienst.